Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sisi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Wir machen weiter mit dem Avatar-Menü gleich, doch vorerst möchte ich euch meine Errungenschaften zeigen. Erstmal Level 92, geil. Ich habe das Ultima-Schwert bekommen, zum Schlüsselschwert komme ich eigentlich jetzt schon. Ich habe alle Schlüsselschwerter ausgemaxt. Ich werde euch die in einem Bonus-Part mal zeigen. Ich finde hier Firewall. Ist das eigentlich Steuergegner vor? Das ist doof. Bei Firewall verhindert Zustandsveränderungen. Das heißt, wir können nicht eingefroren werden. Wir sind ein bisschen schneller. Regener ist auch nicht schlecht. Halt man sich in Abständen. Aber ich will einfach schneller angreifen, weil das Ultima-Schwert lustigerweise nicht so schnell ist. Hier Santetsu Ultimo. Haben wir die Chance, einen zu one-hitten? I don't know. Hier heilen wir uns mit jedem Treffer. Das klingt cool. Das wäre die offensive Variante, Oberkritiker. Also nicht schlecht, das Ultima-Schwert. Aber ich würde echt sagen, das Beste ist das Löwenherz. Wenn draufhauen möchte. Binär ist noch sehr gut. Und ja, Memoir ist auch noch so gut. Das sind die besten Schlüsselschwerter. Ultima habe ich euch natürlich noch nicht gezeigt, weil ich es ja im letzten Part leider nicht bekommen habe. Und naja. Was wollen wir jetzt noch? Komischerweise habe ich das rausgemacht. Wahrscheinlich, weil ich für enge Missionen kontern musste. So, jetzt nochmal ganz schnell hierzu. Trophäen. Die hole ich nicht alle, aber ich habe viele geholt. Da kriegen wir eins von, wenn wir die 100 Ebene machen. Ja, da musst du alles ausmaxen und so. Ist schon nervig. Aber ja, ich zeige euch einfach das, was ich gemacht habe. Und zwar hier. Raritätenjäger aus Auszeichen für sammeln eure Raritäten. System Entkerner. Das war alles vollständig gesäubert hat. Wisst ihr was? Ich zeige euch das einfach in einem Bonus-Part. Aber ihr seht, ja, habe ich ordentlich schon viel vervollständigt jetzt. Vier fehlen, glaube ich. Vier Trophäen, die bekomme ich auch nicht. Doch eine bekomme ich nur und die anderen drei. Kann Mura selber machen. Sag ich euch ganz süßes. So, hier Kommando. So sieht es aktuell aus. Drei Heilungen. Und ich mag den Morgenstern. Der habe ich tatsächlich gelevelt. Ich würde sagen, das ist jetzt die beste Kombo. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist die beste Kombo, die du in Kingdom Hearts Recoded haben kannst. Ja. So sieht's aus. So, jetzt gehe ich einmal nochmal kurz zur Weltenkarte, damit ihr seht, dass ich die 100% habe. Sonst glaubt ihr mir es ja nicht. Ja, und ich muss das ganze Spiel nochmal spielen auf Level 15 oder niedriger, habe ich gemacht. Ich habe das Spiel bestimmt viermal durchgespielt. Könnte man, mir gefällt das Spiel, ne? Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ey, das Sort ist. Einmal auf Fraud, einmal auf Critical, einmal mit Level 14 habe ich es durchgespielt. Dann nochmal die Speedruns, ja. Ne? Aber ihr seht, ich switch mal den Bildschirm. Leider diesmal keinen Shortcut dafür, machen wir so. Ihr seht's, ne, wir haben die 100%. Manche Dungeons war echt ein bisschen nervig. Ja, das musste ich nachts spielen, zum Beispiel. Eigentlich ging's, sogar das Ultima-Schwert habe ich im First Try bekommen. Es ging eigentlich. Es ging eigentlich wirklich. Mit so einem hohen Level. Ja, wir haben die 100%. Alles gemacht, alles geschafft. Deswegen, es gibt nur eine Herausforderung zu tun, einen Superboss, der uns so im Weg steht. Und das ist eben halt der Bugged Data Riku, den Film auf Ebene 100. Im Avatar-Menü. Und die habe ich natürlich offscreen auch alle ausgemaxt. Beziehungsweise alle 100 Ebenen freigespielt. Und dann setzen wir uns jetzt Avatar Systemkern. Let's go! Ist das der Modifizier Andromeda? Lass dich mal blicken. Luftschlitzer sind uncool. Ah ja. Aber ihr seht, wir haben jetzt 100 Ebenen. Und hier ist eben halt der verwackte Daten-Riku. Bin ich mal gespannt. Luftschlitzer sind uncool. Okay. We will see. Ich habe wirklich keine Vorstellung davon, wie schwer das jetzt wird. Maximal 14 verfehlte Angriffe.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier für die SP gehen soll. Oh, meine Erdtaste hat wieder keine Lust. Nein. Doch jetzt. Boah, wir müssen ja mal Aufwärmübung. Ein 3DS neu startet. Ja, ihr merkt schon, irgendwie sind die sau einfach. Keep in mind, das ist Ebene, keine Ahnung, schlag mich tot. Ebene 1 von 100. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist ja richtig lame. Ich stelle einfach den Schwierigkeitsgrad höher. Auf vierfach Critical. Ein bisschen Herausforderung möchte ich schon haben. Ja, und es ist leider das einzige Mal, wo ich euch das Ultima-Schwert zeigen kann, ne? Weil ich es einfach so spät freigespielt habe, leider. Aha! Oh, da oben eine Aderwampe, eine dicke, fette Aderwampe. Aber natürlich keine Herausforderung für uns. Tja, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt hier deichseln lässt. 100 Ebenen, ne? Das ist natürlich echt eine Ansage. Keiner zwischendrin speichern, das finde ich schon echt heftig, finde ich. Eieiei. Ich würde sagen, wir machen 20 Ebenen pro Part oder so. Muss ich mir noch. Ich werde es im Kopf halten, also. Ich werde es mal beobachten. Je nachdem, wie schnell wir sind. Hallo, ah, da bist du. Morgenstern. Schon echt nicht schlecht. Vor allem, der verbraucht gar nicht so viel von diesem CPU. Das wiederum feiere ich sehr. Guck, jetzt komme ich ja schon raus. Das war viel zu easy. Verdammt. Gut, ist halt eben eine 1-200, ne? Nicht abschalten, Leute. Es wird bestimmt noch schwerer. Hoffe ich. Ja, Level 92 ist eine Ansage, ne? Was ist das denn jetzt? SAS-Set erhalten. Ach so, man kriegt auch Sets für. Ha. Interessant. Was? Wenn ich Systemkern verlasse, bin ich einfach raus, oder was? Müsste ich wieder alles zum Vorn machen. Ist ja eigentlich wichtig zu wissen, naja. Ach du Scheiße. Wow. Ha! Was schaltet man hier noch alles frei? Okay. Jetzt habe ich mir Angst. Viel herzlos besiegen. Vertreter 9. Okay. Very interesting. Ja, gut. 31 Gegner besiegen. Sonst keine extra Challenge. Das kriegen wir auch hin. Das ist doch nicht schwer. Vor allem hier mit unserem neuen Schwert. Das Ultima-Schwert. In jedem Gegner hat das Ultima-Schwert eigentlich so als Nonplusultra. Versteht ihr das Nonplusultra? Hier weiß nicht. Hier wäre es nicht meine erste Wahl. Aber da es das einzige Schwert ist, was ich euch noch nicht geschaut habe, nehmen wir natürlich das Ultima-Schwert. Ist ja klar. Ah, ich könnte Mega-Flamme austauschen und euch ein paar andere Sachen zeigen. Das können wir machen. Das ist falsch, oder? Ja. Und zwar neu ist der Meteorring. Der ist nicht gut. Aber ich würde es euch wenigstens mal zeigen. Der ist leider nicht gut. Viel schlechter als Mega Flare, weil Meteorregen gefühlt nie trifft. Er ist wirklich nicht so zielsicher und ist meiner Meinung nach auch nicht stärker als Mega Flare. Jo. Gott, das ist nervig. Hier wieder die verbackten Gegner zu finden. Gehen wir erstmal hier rein. Das war so Sackgasse. Oh, was sind das für nervige Ebene hier? Jesus. Aber so vielen Schattenwürchen ist es ja nicht schwierig, auf diese Gegnerzahl zu kommen, oder doch? Ich denke eher nicht. Aber vor allem, wie einfach die sind. Also es scheint mir wirklich so, dass die ersten Ebenen komplett free sind. Ist ja auch fair irgendwie. Weil das Avatar-Menü kann man ja, glaube ich, nach Roxas accessen. Guck, wir haben jetzt schon fast die Kills.
Und es fehlt ja auch noch voll viel. Hm. Am Ende verliere ich sowieso gegen den verbackten Daten, Riku. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich weiß ja nicht, wie stark der ist. Aber ich bin wahrscheinlich eine der wenigen auf YouTube, die das überhaupt zeigt. Vielleicht sollte ihr eins hier es in Let's Play zeigt. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, immer diese Ballons da anzuklicken. Ich habe es euch mal gezeigt, wie es funktioniert. Wenn ihr diese Ebenen freischaltet. Hat schon ein bisschen gedauert. 2 Wochen für den 3DS anlassen. Kann man so stehen lassen, ja. Das heißt, der Endboss wird meine Stromrechnung. Naja. Das tut mir nicht alles fürs Let's Play, ne? Herausforderung bestanden. Ja, das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Okay, hätten wir noch weitere Herzlos gehabt. Ich finde, die Commands zu nutzen ist aktuell echt kindisch. Brauchst du auch gar nicht. Die Gegner sind so schwach. So einfach one-hitten. Und das auch 5-fach critical, basically. Naja. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen schwieriger. Am Ende ist der verbackte Daten-Rico auch so einfach. Oh. Na, wie schwer bist du? Oh, der könnte echt schwierig werden. Oh. One-Shot. Cool. Das war der Avatar-Sektor. Okay. Vielleicht sollte ich nicht auf 5-fach Critical spielen. Ich mach das mal nochmal, ne? So, Leute, ich habe wieder auf 3-mal Critical runtergestellt. 5-fach Critical ist dann wohl doch ein bisschen too much. Ich hatte aber auch irgendwie mein Ewigkeitsamulett nicht mehr. Ich eben wahrscheinlich gespeichert hatte. Ich das wieder umgerüstet hatte. So, jetzt kann man Meteorregen sehen. Wow. That's it. Mehr ist das nicht. Schon ein bisschen weak, oder? Ja, einmal zeige ich euch das vielleicht nur in der Action und dann wechsle ich wieder durch. Ja, okay, also wir müssen das auf jeden Fall respektieren. Ach, so kriegt man die ganze Avatar-Sachen. Dann mache ich das vielleicht doch. Die eine Trophäe. Alle Trophäen mache ich auf jeden Fall nicht. Es wäre viel zu grindy, aber... Okay. Schon interessant. Aber mal gucken. Mit den Trophäen, Leute. Dann mache ich heute nur das. Den Bonuspfad mache ich dann ein andermal. Vielleicht mache ich dann dort noch die Trophäen. Oder manche der Trophäen. Mach ich heute nur den Avatar-Sektor. Alles gut. 17 Gegner besiegen, das ist ja machbar. Machbar, Herr Nachbar. Gut, wenn kein Gegner kommt, dann nicht. Ich bin gespannt, wie schwer das noch wird, ey. Das war eben gruselig. Holy shit. Gut, ich hätte jetzt Ewigkeitsamulett gehabt, hätte ich mit 1 überlebt. Erinnert nichts an der Tatsache, dass es ein absolut lächerlich starker Gegner gewesen wäre. Viel zu viel Leben und allen Scheiß. Weil das gute Ultima-Schwert ist, dass du nicht von Zuständen betroffen werden kannst. Zumindest wenn ich Stufe 1 ab. Das seht ihr ja bei so immer dieses ST für Stufe. Wenn Stufe 1 ist, krieg ich schon keine Zustände mehr, was übelst gut ist. Actually. Hier müssen noch 4 verwackte Gegner sein. Okay, nur 2. Okay, noch einer. Die Ebenen sind echt absolut lächerlich einfach. Zumindest bislang. Aber ist cool, dass man hier die Avatar-Sachen bekommt. Aber mit den Rubellosen kriegt man die so selten. Da dachte ich mir so, nee, kannst vergessen. Das kannst vergessen, dachte ich mir so. Ja, wo ist denn jetzt der letzte? Come on. Come on. Könnte denn sein? Ich weiß es nicht. Wo ist der denn? Hallo. Ihr seid zwar Gegner, aber ihr seid nicht der verbackte Gegner. Oh, das hasse ich immer so. Ich mag das eigentlich, diese Systemsektoren, aber nicht, wenn man so einzelne Gegner suchen muss. Ha. Komm, ich bin so mächtig. Ich brauche diese ganzen... Skills nicht mehr. Also Commands mache ich damit. Braucht ihr einfach nicht mehr.
Sora ist zu OP geworden. Ja, es liegt daran, dass die Gegner hier noch sehr schwach sind im Vergleich zu den Tolobestien. Wirklich jeder Gegner gefährlich war. Squall-Narbe. Okay. Zeit ist Geld. Ich finde das immer lustig, so sieht man immer so random Avatare. Das ist ganz süß. Machen wir mal. Oh yeah. Here I am. Oh, eben in 300 Sekunden verlassen. Schaffe ich doch nie. Es wird zu viel los. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Das ist viel zu viel. Leute, hier ist viel zu viel los. Ah, verbackte Ado-Wampe noch. Ich rieche sie, ich spüre sie. Ah, natürlich. Einmal ausweichen. Angreifen. Ah, vielleicht schaffe ich es doch. Who the fuck knows? I mean, es müsste sehr schnell gehen. Boah, ich habe sogar Zeit für diese Dullis. Weil die wahrscheinlich eh viel zu wenig Erfahrungspunkte geben. Sind ja alle wanted. Das hoffe ich auf dreifach Critical spiele, Leute. Ja, das ist schon ein bisschen lächerlich. Und ja, ich möchte Rico auch auf den Schwierigkeitsgrad machen. Vielleicht sogar noch einen höher. Naja, ich denke, das reicht so. Bin mich wahrscheinlich eh one-hitten. So. Guck, haben wir es ja schon. Das war leichter als gedacht. Nee, wir haben es nicht. Wir müssen da noch hoch. Scheiße. Natürlich. Nomura hat das wieder so assi gemacht, dass du hier nicht hochkommst. Guckt euch das an. Absolut nervig. Nein. 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 Setzernarbe, Alten. Ja, Final Fantasy 6. Blocke, was das Zeug hält. Ja, Setzer gibt es ja lustigerweise auch im Final Fantasy Kingdom Hearts 2. Und zwar in Twilight Town am Anfang in diesem Turnier. Ach, Angriff blocken soll man. Langs nur blocken ist und nicht kontern. Okay, es klappt nicht gegen die Schattenröcher, weil die wieder so random angreifen. Na? Ja, okay. Gut klappen tut es auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, sehr schön. Ah, ist das kacke, ey. Das ist einfach nicht cool. Diese Blockmission mag ich überhaupt nicht. Na komm, ein Block noch. Yes, jetzt könnte er sterben. Finally. Guck, sie machen gar keinen Damage. Oh, jetzt ist er da runtergefallen. Das ist so nervig. Wir sollen 5 verbackte Herzlos sein. Jesus Christ. Vor allem, ich krieg nie den Meteor voll, weil die immer One-Hits sind. Seht ihr das? Ist auch ein bisschen wack, wenn mich fragt. Ich kann euch das gar nicht zeigen, weil die Gegner so schwach sind. Schade. Ja, ihr habt eben den Meteor mal einmal gesehen, aber. Ja. Einmal ist kein Mal, ne? Ich würde sagen, wir machen 20 Ebenen oder so in einem Part. Können das natürlich auch in einen Part reinquetschen. Nein, das mache ich nicht. Das wäre echt too much. Was ich in einem Part mache, ist den Bugged Data Record, kann ich jetzt schon mal sagen. Kriegt zu eigenen Part. Als kann ich schön Clickbait machen, ja, der geheimste Secret Boss von ganz Kingdom Hearts. Das stimmt ja sogar. Für den alles machen muss. So, mein Freund. Jetzt geht's dir aber in den Kragen. Ja. Er ist nervig, aber nicht unbesiegbar jetzt. Sagte ich und muss mit den Konsequenzen leben. Boah, ist der stark. Boah, ist der stark, ne. Ne, den schaffe ich nicht. Der ist zu heftig. Der ist zu hart.
Damenschuhe halten, ja so. Ne? Graue Maus, Zeit ist Geld. Ja, der ist ja richtig stark jetzt, der Eliminator. Der ist ja in diesem Dungeon komplett OP. Stark war der noch nie. Oh nein, 300 Sekunden verlassen. Oh, I'm out, I'm out. Gut, der Eliminator muss ich jetzt wirklich komplett ignorieren. Das ist viel zu mächtig. Scheiße, sollte man hier auch Level 100 sein. Da hatte ich jetzt keine Lust so. Komm, wie schlecht der Meteorregen ist. Ja, alle guten Dinge sind drei. Einmal mache ich es noch. Da werde ich es raus, Mann. Euch was Cooleres zeigen oder was anderes zeigen. Gib mir noch ein paar Sachen, die ich freigespielt habe. Meteorregen gab es, glaube ich, in Destiny Island. Oder? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube... Ich weiß nur, wo es Ding gab. Ihr habt ja eh das Let's Play hoffentlich gesehen. Hat mir auch immer gesehen, wo es gab. Ich weiß echt nicht mehr. Aber da das Skill eh kacke ist... Gehe ich davon aus, dass es eh keiner haben will. Furion-Schwert! Yes! Final Fantasy 2 Hype! Zwilling X. Viele Herzlose besiegen. Okay. Kannst du jetzt 10 Ebenen pro Part machen? Ja, Mann, 20. Was weiß ich hier, Mann? 16 Gegner nur. Gut. Das kriegen wir hin, glaube ich. So OP wie wir sind. Ja, und dann kommt der andere Idiot da und dann fühle ich mich plötzlich nicht mehr OP, der Eliminator, ey. Heilige Scheiße, ist der insane. Ich finde es komisch, dass die Ado-Wampe einfach so besiegen kann. Das Ultima-Schwert geht durch den Block. Also durch den fetten Bauch, der sonst die Angriffe abschirmt. Das ist echt interessant. Nett. Ich werfe die Ebene noch nicht verlassen. Wir müssen noch Gegner besiegen. Und ihr seid die Ersten. Kawamski. Der ganze Laden fliegt in Luft. Ja. Perfekt. Gucken wir hier nochmal ganz schnell rein. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist natürlich nicht gut. Jetzt fehlen mir nämlich Gegner. Können hier nicht nur Gegner spawnen? Oh, jetzt fehlen mir Gegner. Ich gehe nochmal hier hingucken. Hier kommen bestimmt auch noch Gegner. Hier habe ich nicht gut aufgeräumt, weil ich diesen Kampfbereich einfach hasse. Hier kommen bestimmt noch welche. Hier kommen noch welche, oder? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt nicht geschafft. Nur wegen dem blöden Eliminator, der die anderen Gegner da ersetzt. Ist doch kacke hier. Leute, ist doch kacke hier. Scheiße, kriegt man die Avatar-Items nur, wenn man die Bedingung immer erfüllt. Das kann ich nicht besiegen, der ist einfach zu mächtig. Das geht nicht. Krieg ich nicht besiegt. Der ist echt zu stark. Klar könnte ich hier die Schwierigkeit runterdrehen. Aber es ist dann nicht ein bisschen gecheased. Vielleicht mache ich das sogar. Der ist einfach zu stark. Gegen die habe ich absolut gar keine Chance. Komischerweise. Na toll. Guckt euch das an. Ah, und jetzt habe ich Zustände. Ist auch ganz toll. Und da bin ich tot. Oder auch nicht. Ich kann nicht besiegen. Ich kann nicht besiegen. Der geht wirklich nicht. Der ist ja sowas von broken jetzt. Ich muss hier weg. Der geht nicht. Oh, es ist dumm. Ich mach's jetzt aus. Ist mir jetzt egal. So. Sind wir noch critical? Nur nicht dreifach critical.
Der ist einfach zu mächtig. Guck jetzt, jetzt ist es etwas angenehmer. Immer noch gefährlich. Jetzt ist aber wenigstens beatable. Guck jetzt, ist aber wenigstens beatable. Vorher wirklich unbeatable, finde ich. Meine Fresse, blockt aber echt alles. Und das Schlimme ist, meine ganzen Skills funktionieren gegen den hier auch nicht. Und er ist immer noch eine Challenge, wie ihr seht. Ist nicht zu einfach oder so. Und ich finde den Kampfbereich auch so scheiße. Hätte man hier mehr Platz zum Kämpfen, wäre es vielleicht gar nicht so schwer. Aber da es so eng ist, ist wirklich nichts zu melden. Gar nichts hast du hier zu melden. Das ist so eng. Und auch hier würde ich wieder sagen, das Löwenherz wäre wieder tausendmal besser. Na gut, jetzt sind wir deutlich schneller. Zwar nicht ganz so schnell wie mit dem Löwenherz, aber deutlich schneller. Was natürlich gut ist. Toll. Und nun, Kumpel? Sonst teleportiert er sich doch immer, aber jetzt hat er keinen Bock oder was? Bitte heilen, bitte heilen. Oh Gott, ist der schwer! Das ist so 1-10! Ja, fang. Urteilsklingen machen auch keinen Schaden. Mein bester Skill macht keinen Schaden gegen den. Das finde ich auch so geil. Aber man kann die Projektile actually blocken, ne? Hätte ich einen Konterangriff, wäre vielleicht machbar. Habe ich aber nicht. Deswegen ist es so problematisch. Ja. Mit Blocks sind wir da definitiv besser aufgestellt. Oh, das war nicht schlecht. War actually nicht schlecht, ne? Ja, sehr gut. Also wenn man gut blocken kann gegen den, ist man auf jeden Fall ganz gut am Start. Tja. Und er ist endlich down. Oh mein Gott, war das insane! Ah, immer. Es reicht halt trotzdem noch nicht. Es fehlen hier noch Gegner. Kommen die jetzt oder habe ich verkackt? Ich glaube, ich habe verkackt. Cool. Es war einfach nicht genug Gegner, Leute. Das finde ich ja sehr fair. Da waren nicht genug Gegner. Oh, come on. Ist das schlecht. Ja. Ihr habt gesehen, ich habe jeden Raum perfekt erkundet. Und es war einfach nicht genug Gegner. So ein Schwachsinn, ey. Naja. Mache ich das, muss ich offscreen das nochmal wiederholen. Ich freue mich. Ich kotze zwar im Strahl, aber okay. Käsekuchen. Da ist einfach Käsekuchen, der User. Rumhüpfen ist uncool. Heißt jetzt wieder, ich darf nur so und so oft springen, oder was? Ja, maximal 19 Sprünge, okay. Hier muss ich aber springen. Auch wenn das uncool ist. Das Blöde ist, wenn ich hier runter gehe, dann springt er automatisch. Ich liebe es. Guck mal, es geht einfach durch den Block. Finde ich so krass. Cloud B-Kleidung. Oh, cool. Kampfintensiv. Block, was ist Zeug hält. Gott, sieht der Avatar cursed aus. Ja, man kann richtig cursed Avatare machen. Ich habe auch irgendwie durch die Ballons Goofys Face freigespielt oder so. Boah. Kannst richtig cursed Stuff mitmachen. Ah, den kann man ja nicht blocken. Nerd. Lass was. Blocken lieber die Dullis wieder. Auch wenn das sau schwer ist bei denen. Die greifen für den hier an.
Und wenn sie angreifen, dann so urplötzlich. Seht ihr das? Na komm. Einmal noch. Ja. Jetzt darfst du sterben. Also man kriegt immer einen Avatar-Teil. Das finde ich super. Das ist ja doch gar nicht so assi mit dem Avatar-Gedöns. Das frei zu spielen. Okay. 3 von 9. Das ist auch viel verbackte Herzlos hier. Vielleicht kann ich euch ja den Meteor dann nochmal zeigen. Das wäre ganz witzig. Für dich feiern, für dich begrüßen. Bei so vielen Herzlosen kommt es vielleicht sogar dazu. Who the fuck knows? Ich finde leider die verrückten Gegner nicht, Leute. Ich gehe erstmal weiter, glaube ich, weil hier weiß ich nicht, was man machen muss. Ich finde die einfach nicht. Ihr seht's da. Ah, hier ist mal wieder einer. Wow. Fehlen immer noch 10.000, ne? Von daher gehen wir erstmal weiter. I would say. Macht ja keinen Spaß, die mal so einzeln zu suchen. Oh, guck mal, wie schön schnell wir jetzt wieder sind. Und Meteorregen. Ich weiß nicht, ey. Ist echt nicht so geil, ne? Aber ich finde es wirklich nicht gut. Deswegen machen wir es jetzt raus. Meteorregen raus. Ich glaube, das kennt ihr noch nicht. Die Blitzra. Das gab es, glaube ich, auf Destiny Island. Und der Auslöscher kennt ihr auch noch nicht. Auf den freue ich mich ein bisschen. Wäre witzig. Ja, Morgensterne. Cool. Na gut. Ah nee, hier waren wir doch schon. Da finde ich die Gegner ja nicht. Das kriege ich nicht hin. Ich weiß, ich muss das zwar gleich machen, aber... Ah, mache ich das irgendwie systematisch von oben nach unten oder so. Erstmal das Leichtere machen. Ich hoffe zumindest, dass es leichter ist. Und wenn ich den Raum geklärt habe, weiß ich ganz genau, wie viele verbackten Gegner da hinten noch fehlen. Nämlich ein einziger nur. Wie ihr sehen könnt. Cool. Also wenn du Attacken hast, ist das Ultima-Schwert doch ziemlich cool. Aber halt nur damals, sonst zu langsam. Und ist genauso schnell wie Off-Keeper, Kingdom Key, etc. So. Wo ist der letzte verbackte Gegner? Tja. Gut, Frage, nächste Frage. Ich kann ja einmal in jeden Winkel schauen. Ha! Sehr schön. Oh, jetzt muss ich trotzdem da unten wieder hin. Wie unnötig, wie unnötig. Ja, sowas hasse ich wirklich. Naja. Gut. Oh nee, apropos Hass. Spielen wieder auf dreifach Critical, ne? Vierfach mal. Hi. Ciao. Hüfttasche grau freigespielt. Okay. Okay. Heilkommandos verboten. Hier müssen wir so einsetzen. Interessant. Da es Ebene 10 ist, wird es wahrscheinlich nicht allzu schwer. Ich glaube, diese Ebenen sind immer gescriptet. But we will see. Keine Heilkommandos dagegen. Hier habe ich das auch nicht nötig. Das sind einfach 30 Klappersoldaten. Junge, was ist hier und jetzt schwer? Kann mir jetzt jemand mal sagen, was hier und schwer ist? Die sind sowieso alle one-hit. Was ist das denn für ein Quatsch? Ach, Kinders. Was war das denn? Das war die leichteste Ebene aller Zeiten. Not gonna lie.
Nächste Ebene. Zeit ist Geld. Checker Nummer 1. Ah, oh, der hat von Cypher die komische Mütze. Ja, wie gesagt, 10 Ebene machen wir noch. Auch wenn dann der Part über eine Stunde geht. Aber sonst wären wir nie mit dem Spiel fertig. Deswegen. Machen wir es so. Eben den 300 Sekunden verlassen. Schnell, 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 schnell. Dass gleich wieder ein Eliminator kommt. Aber ich komme, glaube ich, nur, wenn man alles schon geklärt hat. Actually. Guck mal, wie einfach die sind. Ich denke, so ab Ebene 80 wird es richtig asozial. Hoffentlich schaffen wir bis dahin noch ein Level-Up oder so. Wäre echt gut. Ja, der kann die Angriffe echt nicht abwehren gegen das Ultima-Schwert. Ja. Die Blitzra ist das gleiche, was wir schon kennen, nur noch schwächer. Toll, ne? Gut, haben wir es gesehen, kann ich es da jetzt endlich rausmachen im Müll. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig mies. Nehmen wir uns mal raus. Können wir hier auch noch kurz gucken? Ja. Ja. Den kriege ich noch auf Level 99. Vom Daten-Riku. Bosskampf. Ruft ein riesiges Schwert aus Licht hervor, das vernichtend auf deinen Gegner niederfällt. Ja. Das ist tatsächlich nicht schlecht, aber ist mir zu laggy. Es hat zu viel Startup und zu viel Ending-Lag. Also ist nach Mega-Flare das zweitbeste, würde ich sagen. Mega-Flare ist das Beste und dann das hier. Auf jeden Fall stylischer. Ja, stylischer als Mega Flair auf jeden Fall. Ich weiß, wir sollen uns beeilen, aber ich kann mir nicht helfen. Ich will die einfach umbringen. Blöden Herzlosen. Oh, ich dachte schon wieder, ein starker Gegner. Boah, die wurden komplett gestompt. Ja gut, die halten nur auf jeden Fall nichts aus. Selbst auf eben 99 oder so werden die schwach. Lightning Set. Was? Lightning? 2 Fantasy 13 ist hier implementiert. Das ist ja krass. Hard Free Karte. What? Was ist das für ein Cursed? Aber toll. Das ist so cursed. Das ist so verdammt cursed. 5-mal Angriff blocken. Oh no, not again. Ja, oh, ich kann dich nicht blocken, oder? Ich glaube nicht. Ja, doch, muss man blocken können. Ja. 100 Jahre später. Ja, es geht eigentlich. Los, nächster. Target Practice hier. Du übst heute ein bisschen deine Zielfertigkeit, sag ich mal. Der Aim. Und. Das war. Das war gut geaimt, aber darfst trotzdem sterben. I'm so sorry. Das ist gut geaimt, aber darfst sterben. Gut geaimt heißt nicht gut genug. Na, bist du verbuggt? Ja. Hier muss auch ein verbuggter Gegner sein. Ich frage es nur wo. Hier vielleicht? Ne. Oh, ich hasse dieses Verschachtelte. Meine Fresse, ist das nervig. Tja. Ah, die Pyro-Zipfler sind sowieso nicht verbuggt. Das sind nur die Arktik-Zipfler hier, glaube ich. Ja, andererseits wird da... Oh, ist das wieder scheiße. Ganz ehrlich, ist einfach nur scheiße gemacht. Ein Gegner rumsuchen, es macht so viel Spaß. Das ist einfach nur scheiße. Das macht mich richtig aggressiv. Mann, ist das unnötig hier. Dieses Labyrinthartige und finstinnig. Es ist einfach nur scheiße. Das hasse ich an dem Spiel. Meine Fresse, ist das unnötig.
Ich hab Spaß! Ganz viel Spaß! So ein Scheiße. Ciao. Ich mach einen Cut. Ich musste legit das Gebiet betreten und neu betreten, weil hier war ich ja eben. Da ist er nicht gekommen. So ein Müll, ey. Und alles nur für ein verdammtes Weinglas, WTF. Präteritum, schatzreich. Viel herzlos besiegen. Gott. Yellow Mage, gibt's doch gar nicht in Final Fantasy, es gibt keinen Yellow Mage. Hör auf zu lügen, Spiel. 12 Gegner besiegen. Das klingt ja immerhin weniger frustrierend als es eben. Weil es eben war ja einfach mit dem Blocken. Problem war was ganz anderes, ne? Das Gebiet zu neutralisieren war das Problem. Ja. Ich guck schon, die Herausforderung bestanden, so easy ist es. Kriegen wir wieder eine Avatar-Piece. Erstmal müssen wir hier noch die verbackten Gegner müssen. Ich weiß nicht mehr, wer jetzt hier verbackt war. Aber er ist besiegt. Das kann ich euch sagen. Ach, scheiß auf den Pyro-Zipfler. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Mal kurz gucken, ob ich schon wieder... Ja, ich kann es tatsächlich fusen. Wunderschön. Ich gehe davon aus, dass wir es nur auf Level 100 bekommen. Juffi, Handschuhe. Cool. Oh, Sephiroth könnte ich mal auch freischalten, beziehungsweise dein Outfit. Hau die Gegner direkt um, ja. Das klingt nach Sephiroth. Herzloser Engel. Hm. Ich habe leider keinen Heartless Angel. Gegner mit einem Schlag niederstrecken. Und schon geschafft. Hä, was ist denn das für eine... Baby-Mission. Viel zu easy. Ist das nicht so easy ist? Ihr seht das, ne? 15 verbackte Gegner finden. Was heißt, ich darf wirklich jeden Scheiß hier klären. Ich kotze im Strahl. So, jetzt. Auslöscher. So, er kriegt einfach Sephiroth Range. Mit dem Schwert. Ah, ist halt ein bisschen laggy, ne? Startup-Lag, unendigen Lag. Ah, ich gehe davon aus, dass es übelst viel Schaden macht. Aber ist das wirklich besser als Mega-Flair? Vielleicht gegen Bosse, ne? Lass uns mal drin, ne? Einfach, weil wir es nicht so oft gesehen haben. Den Rest habe ich euch jetzt eh gezeigt. Ja, spawnt hier noch wer. Natürlich nicht. Das reicht eigentlich. Das war der letzte. Guck, die Hälfte haben wir jetzt schon. Hälfte aller Gegner. Eben eine 14 von 100. Dieser Dungeon ist echt insane. 100 Ebenen. Wie du meinst, der größte Dungeon im normalen Spiel hat 13 Ebenen. Das haben wir fast das Zehnfache. Neun von 15. Ah, die werden hier unten wieder alles sein. Habe ich nicht recht? Vielleicht sehen wir nochmal das riesige Schwert. Den Auslöscher. Komm schon. Ach, Kinders, wo sind sie? Habe ich schon gesagt, ne, war viel heute Aqua die Joya. Für diese Mini-Aufnahme-Session. Weil so mini wird gar nicht. Seht ihr, wie lange das dauert. Ein minziges, aquatisches Parfüm mit zitrischen Noten, mit einer leichten... Süße durch braunen Zucker.
Wirklich das Beste aus allen Welten kombiniert. Richtig schön. Richtig wie so ein Mojito. Voll schön, ich mag das Parfüm. Von Giorgio Armani. So, noch ein Gegner. Wo bist du? Wo bist du? Der Auslöscher wartet. Na, wer will ausgelöscht werden? Du. It's over. Sagt Sora doch auch immer in Kingdom Hearts 3. It's over. Oh nee, guck mal, wo wir hin müssen. Ich kotze im Strahl. Sehr viele Chancen auf den Eliminator. Den Terminator. Ich finde, man hätte ihn Terminator nennen müssen. Speaky of the Devil. Mhm. Tschüss. Tschüss. Gar keinen Bock. Gerade hier, wo man so schwer nach oben kommt, ne? Aber es geht. Übermantel. Okay. Öko-Krieger. Der heißt einfach Öko-Krieger und ein Kleeblatt, okay? Entspannt ist die Kategorie. Maximal 14 Blöcke zerstören. Soll ich die vielleicht nicht zerstören, ne? Das soll ja entspannt sein. So viel zum Thema, ich kann keine Zustandsveränderungen bekommen. Wenn ich halt nicht mal Stufe 1 hab, dann schon. Ich hoffe, der Auslöscher macht dann nicht random irgendwelche Blöcke kaputt. Das wäre nicht so cool. Nee. Aber hier sind wir ja schon am Ziel, zum Glück. Da kommen hier auch noch Gegner. Sure. Cool. Longsleeve 1. Naja, irgendwie mega hässlich. Grauer Maus. Oh Gott, Aerith mit so einem Bart. Das sieht so cursed aus. Sieht so cursed aus. Viel herzlos besiegen, okay? Das sollten wir hinbekommen. 25, das sind aber viele. Dabei. Wir haben schon gleich die halbe Miete, ne? Weiterkommen möglich. Ich werde nicht weiterkommen. Wenn die Gegner jetzt vernichten. Ich hoffe, wir kriegen die auch zusammen. Nicht, dass wieder irgendwo Eliminator ist. Zählt halt leider auch nur als ein Gegner. Ja, drei Räume haben wir ja noch. Hier scheint nicht mal Eliminator zu sein. Hallo? Hallo? Ah. Das müssen wir auch hinkriegen. Wie gesagt, wir haben noch zwei Räume. Wo wir noch nicht waren. Sehr unwahrscheinlich, dass in beiden Räumen Eliminator kommt. Ich gucke erstmal hier. Hier ist schon mal keiner. Das heißt, hier kriegen wir die restlichen. Ja. So ist es auch. Supi. Dann raus hier. Hundehaustier 3. Ah ja. Zweite Seite. Vertragt. Gentleman pariert. Parieren? Willst du, was ich konnte? Bitte nicht. Ich muss sie wieder umskillen. HF maximal 14 Angriff erwartet. So. Ich soll nur die Skills benutzen. Darf nicht mit dem Schlüsselschwert zuschlagen. Was hat es da mit Parieren zu tun? Weiß auch niemand, ne? Weiß auch niemand. At this point will man lieber nochmal mit dem Schlüsselschwert angreifen. Als Commands zu nutzen. Commands sind halt so Overkill irgendwie. Brauchst du ja gar nicht. Oh nee, das ist ja wieder das Verbuggtier. Ah komm, den töte ich jetzt so. Dieser Bereich ist wirklich verbuggt, Leute. Hier spawnen manchmal nicht die letzten Gegner. Versteht ihr, verbuggt? Ja, aber es ist doch nicht so intended, dass ein Gegner hier nicht spawnt.
Das ist aber immer so. Muss ich wieder rein und raus gehen. Ja, oder? Haben wir Glück? Ah, wir haben Glück. Schau es mal. Schnell raus hier. Ich mag das nicht, dass mein Schlüsselschwert nicht schwingen darf. Tschüss. Arrivederci. Hüfttasche rosa. Ist das die Tasche von Kairi? Casanova. Den Quinult irgendwie. Marquise aus Blöcken. Hm. Gut. 15 Blöcke zerstören. Ich glaube, so eine Mission hatten wir noch nie. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Moment, dann zerstören wir die Blöcke. Jetzt ist eher weniger Probleme mit, ne? It's over! Guck, die Hälfte aller Blöcke haben wir jetzt schon. Und ich sehe was, was ihr nicht seht. Doch, ihr seht's auch. Safe seht ihr's. Ist ja nicht zu übersehen. Schon geschafft. Richtig easy, wenn ihr mich fragt. Richtig easy. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Na, wieder ein bisschen fusen hier. Nur zwei Level, das ist echt weak. Naja, wir haben ja noch 80 Ebenen gleich. Es wird lustig, die nächsten Parts. Ja, weil das Ultima-Schwert aber noch sehr gut geschaukelt ist. Jetzt habe ich hauptsächlich Löwenherz verwendet. Aber jedes Schwert wurde mal verwendet, das ist doch wichtig. Wie gesagt, wird noch ein Bonuspart geben, wo ich euch alles im Detail mal zeige. Auch alle Skills wahrscheinlich. Wir werden schon noch viel Spaß mit dem Spiel haben. Es ist halt komplett ausgereizt. Weil ich echt viel Spaß mit dem Spiel hatte. Ich werde auch noch einen Fazit-Part machen. Aber während den Credits habe ich ja nicht geredet, weil da eigentlich ja... Ihr wisst schon, was gespielt hat. When you walk away. Da musste ich eh alles muten. Da ich im Nachhinein halt Scarlet Calum reingefügt. Was halt super cool ist, der Track. Und aus Tier 1. Sieht aus wie Sora. Sora als Hund. Ah, das ist Donald. Süß. Enterich. Hat das komplette Donald Avatar Set. Das hätte ich auch gerne. Das ist cool. Ja, ist echt cool. Ah, in 300 Sekunden verlassen. Ich muss mich beeilen. Muss mich beeilen. Beeilen, beeilen, beeilen. Tot. Wäre cool, wenn ich hier verbackte Gegner finden würde. Ah, ja. Sehr schön. Ganz schön weit der Weg, ne? Ah, komm. Ignorieren wir die 300 Sekunden. Ist zwar viel. Sind 5 Minuten. But you never know. Kommen Riesen in Victor oder so, 10 Stück, die verbuggt sind. Die wurden nur zweimal im Spiel genutzt, ne? Diese Riesenversion. Und natürlich beim Datenroxas, der verbuggt ist. Aber sonst gab es nur in Agrabah fette Turbopropper, die verbuggt sind, die fliegenden Bastarde. Und halt die Wüstenräuber in groß. Das haben sie ein bisschen underused, irgendwie komischerweise. Na gut. Weiter geht's. Donald-Frisur. Ja! Hier kann man wahrscheinlich die Donald-Avatar-Sachen farmen. So. Maximal 24 Treffer einstecken. 24? Jetzt habe ich 24 mal getroffen, ja. Ah, der Boss wieder. Der Würfel-Boss. Na gut. Hatten wir schon lange nicht mehr. Können wir jetzt mal zeigen, was in uns steckt, ha? Komm her! Tchuu. Und der ist schon Schrott! What? Ja, unsere Kombo ist eigentlich auch krass, aber die hält halt keiner mehr aus. Das ist halt der Witz. Ne, bitte, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Es waren 20 Ebenen Avatar-Sektor. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könntest du dir gerne vorbeiziehen. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome! Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast,
kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!